Die beiden Zwerge werden zumindest von Ömer und Ragnar am Ingrim-Tempel abgeliefert. Der große, ja, ungefähr 100 Schritt langes Gebäude am Eisenmarkt. Und ja, hier könnt ihr es auch direkt schon riechen. Es riecht nach Schmiedearbeit, Ingrim-gefälliger oder Angorosch-gefälliger Handwerkskunst. Das Gebäude selbst ist gerade mal wieder im Aufbau, im Wiederaufbau. Ständig irgendwelche Verbesserungen, die da gerade getan werden, und ein großes Gerüst, was wohl auch gerade an der einen Seite des Tempels steht, wo der ein oder andere Geweihte auch gerade sehr unzufrieden rumbrummelt, vor Plänen steht oder dergleichen mehr. Könnt ihr auf die Gruppe zutreten, wenn ihr mögt. Ja, mein erster Blick ist, sehe ich irgendwelche Zwerge. Ja, den ein oder anderen Zwerg wirst du auch da finden, der da mit verschränkten Armen steht und alles besser weiß. Okay, nee, kommen wir mal auf den Mann zu. Mein Herr! Dorgosch, Sohn des Tolmarsch! Angorosch, du großer. Ah, Gott sei Dank. Ich will doch mal hoffen, dass ihr ein Angorosch-Geweihter seid und nicht diesem, wie hieß das nochmal? Ingrim? Angorosch-Geweihter, ei. Oder was kann Vernünftig. ich für dich tun? Ah, ich habe mich gefragt, ob hier noch irgendwo ein vernünftiger Androsch-Tempel steht oder ist das alles, was wir hier haben? Das ist das Einzige. Damit musst du dich leider zufrieden geben. Verdammt! Ja, ich wollte beten. Wir brauchen Beistand. Drachenmagie, weißt du ja. Drachenmagie, ei, viel Drachenmagie in der Luft. Ja. Bei diesem komischen Galotto, Galanta, Gamata, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Wer war das wohl? Weiß ich auch nicht. Aber Ei. jetzt müsst ihr jetzt erstmal zu Angrosch beten. Gibt's hier irgendwie eine Kammer, die zumindest Angrosch geweiht ist? Ich bringe dich zu einem kleinen Schrein. Machen wir. Vernünftig, vernünftig. Komm mit. Folge dir. Ja, kannst du das Innere des Ingrim-Tempels betreten, und dort wirst du dann neben den Werkhütten zu einem kleinen Schrein von Angrosch gebracht. Einige Opfermaterialien, Hämmer, Schmiedearbeiten, irgendwelche Äxte, die da niedergelegt worden sind. Kleine Brandschale, die auch daneben steht, wo du Dinge dann verbrennen kannst. Klein, aber gemütlich. Ja, ich würde jetzt erstmal intensiv anfangen zu beten über diese ganze Drachenmagie, diese verfluchte Stadt ganz offensichtlich, meine neu gelernten Begleiter, dafür, dass die Magier den guten Ömer nicht vergiften mit ihrem giftigen Einfluss. All solche Dinge. Noch irgendwas anderes, was du danach tun möchtest? Weiß nicht, kommt drauf an, wie lange die anderen brauchen. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück zum. Ja, weiß ich nicht, Jalan möchte in der Stadt herumreiten. Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte mir hier oben in diesem Bereich erstmal ansehen. Ja, Feldberg. Der lag ja etwas weit draußen. Und dann möchte ich mal einschätzen, wie gefährlich es wäre, hier durch dieses Westviertel zu reiten. Ich kenne mich ja nicht aus. Gassenwissenprobe. Also, richtig. Dafür Also haben wir einfach es. erstmal die Hauptstraße runter und mal so gucken. Ich habe ja zum Glück Gassenwissen gesteigert. Ja. Ja. Hier fällt auf, dass die Gebäude, die du da aufgrund der Karte noch einmal hier besiehst, keine besonderen Gebäude sind. Und das Viertel im Westen, wenn du durch die Stadt hindurchreitest, durch das Angbarer Tor, das ist ein Nobelviertel, und hier gibt es keinerlei Gefahren, die da auf dich lauern. In diesem Fall streune ich eine Weile rum und versuche mal herauszufinden, wo dieses mittlere Kreuz ist. Ja, Und das das untere dann mittlere auch noch, wenn ich Zeit Kreuz habe. liegt wohl genau auf dem Puniner Tor. Beziehungsweise beim Arenaviertel. Treffen wir dich da irgendwann vielleicht wieder, falls dich nicht irgendwelche Leute umgebracht haben. Ömer und Ragnar haben die beiden Zwerge abgeliefert und gehen in Richtung des Pentagon-Tempels, wo sie auf. Ah, Ömer. Bevor wir zum Pentagon-Tempel gehen, müssen wir doch mal einen alten Bekannten treffen. Beziehungsweise nicht unbedingt einen alten Bekannten, aber ich wurde von ihm eingeladen. Ja, klar. Was denn? Wo denn? In Süderstedt ist das, glaube ich. Sonnengrund. Thorn Eisinger, kennst du den Mann? Nee. Soll ein ziemlich guter Schmied sein. Angeblich hat er bei Zyklopen gelernt. Ja, Okay, bei dem hast du doch Zyklopen. deine Waffe bekommen. Doch, ich kenne ihn wohl. Der hat mir meine Waffe gemacht. Echt? Wow. Cool. Ragnar nickt ja auf jeden Fall ein bisschen erstaunt und ein bisschen, ja,
verwundert zu und. Ja, die ist eingepackt in meinem Rucksack. Ich kann nicht so gut damit umgehen, aber. Und die Leute hier in der Stadt sollen nicht sehen, dass ich eine Waffe mit mir rumschleppe. Ich bin ja schließlich keine Stadtwache. Das stimmt. Stimmt, wir wurden gar nicht. Wir wurden ja während des ganzen. Ja, ja, genau, deswegen. Besucht. Deswegen und so. Dann weiß ich nicht, ob du mitkommen solltest, weil. Der wohnt außerhalb der Stadt. Dann so einen Schleichweg nehmen. Ja, stimmt, das können wir natürlich machen. Gassen wir gleich sehen, um einen Schleichweg zu finden, der euch dann ins Südquartier bringt. Wie ist das so, Ortskenntnis? Das ist ein Punkt Erleichterung. Ich habe nur mit Meilers Grund Ortskenntnis. Ah, okay. Genau, da kennt er seinen Ein- und Ausgang bei Tempelhöhe. Aber das sollte auch so kein Problem sein. Dann kannst auch du dich am Puninator vorbeiquetschen, irgendwo bei den Gräumen vorbei und triffst dann nach einigem Suchen die Esse von Thorn Eisinger. Wird doch von dem auch eingeladen, oder? Oder ja, irre ich mich da gerade? Gut. Kleines steinernes Feuerhäuschen, an denen 6 Essen, 12 Ambosse und ein paar Werkbänke stehen und an denen jederzeit geschmiedet und gedreht, gefeilt und poliert wird. Bester Stahl aus dem Maraskan, von den Zwergen, von den Zyklopeninseln und ja, hier wird der Vulkanhammer auf die Murolascher Eisenbalge treffen, sodass hier dann die feinsten Stähle des Mittelreichs entstehen. Nach einigem Herumstehen, lange Schlangen und auch einige Schaulustige, die dann dabei zuschauen, könnt ihr dann auf einen bärtigen Mann treffen, der euch dort dann empfängt. Schwielige Muskeln, von Ruß verstaubt, zwirbelt er sich noch einmal seinen Bart nach oben und tritt dann auf euch zu. Ah, Ömer, Ragnar, willkommen in meiner Schmiede. Eure Arbeiten sind bereits seit ein paar Tagen fertig. Engerem zum Gruß, Heldenschmied. Die Götter zum Gruße. Wir versuchen gerade das Problem hier in Garret zu lösen. Das ist ganz schön problematisch, oder? Also in der Stadt. Ja, von Helden erwarte ich sowas auch. Ja, da kümmern wir uns um. Kann doch nicht sein, dass meine Stadt kaputt gemacht wird. Also hier. Er tritt zu einem kleinen Tisch heran, wo dann einige Waffen drunter liegen, 6 an der Zahl, die mit einem Tuch abgedeckt sind. Hier. Ich habe euch Kurzschwerter angefertigt. Kann man führen. Zwar wie ein Dolch, oder ihr könnt sie eben auch verborgen führen, wenn ihr euch miteinander schlagt. Die ehrenwerten Helden würden sie allerdings dann wie Säbel schwingen oder auf ihren Schwertern zustechen. Könnt ihr euch selbst aussuchen, aber hier. Dreht sie dann, schwingt sie ein bisschen in der Luft, es surrt, schneidet die Luft in zwei und gibt dann jeweils 2 von diesen kurzen Klingen an euch weiter. Oh, ja, schön. Der maraskanische Stahl, jeweils den ich von 2. dir hab, Ragnar. Jeweils 2? Ein Schwert. Achso, okay. Das ist der maraskanische Stahl, den ich von euch habe. Guck mal, was da noch so liegt. Ja, jeweils 4 weitere Kurzschwerter. Ah, okay. Ja, und für wen sind die alle? Für die anderen Helden. Für die anderen Helden. Habt sie sich allerdings noch nicht bei mir blicken lassen. Ah, die sind gerade schwer beschäftigt in der Stadt. Jarlan und so. Ja, wie gesagt, den kannst du bereits mitteilen dann, wenn du auf Jarlan triffst und Abelmir kennt ihr ja auch, meine ich. Ja. Aber der darf so ein Schild dran führen, oder? Ja, ich kenne mich mit dem Kodex nicht aus, aber als Kampfmagier sollte er doch eigentlich ein Dispens dafür haben, oder nicht? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, was ein Dispens ist. Ich habe mich dafür darum nie geschert, aber zumindest nach den Gesprächen, die ich mit euch geführt habe und dem Stahl, den ich von dir bekommen habe, dachte ich mir, kann ich die Kurzschwerter für euch anführen. Lassen sich einfach am variabelsten führen. Theoretisch könnte ich dir auch den anderen Helder bringen, es sei denn natürlich, du willst ihn persönlich übergeben. Dann werde ich ihn persönlich überbringen. Zwinkert dir zu. Ich kenne auch um deine Natur. Wir stehen fix eben nahe, um Gutes zu tun. Natürlich. Gut, dann hab Dank, Heldenschmied, für diese wunderbar gefertigte Waffe. Gerne. Ömer, wie ist mein ein Säbel, hatte ich der gefertigt, ey? Ja, der ist wunderbar. Ich konnte ihn aber noch nicht in Blut baden, weil es gab noch keinen Kampf. Blutbaden? Zum Glück, würde ich sagen. Naja, gegen die Bösewichte eben. Ja. Aber es gab noch nichts, was ich damit ernsthaft verhauen konnte, deswegen habe ich im Moment nur bei mir.
Ja, gut, gut. Also, wie also, gesagt, wenn ihr Abel mir seht und Jarlan kann dir eben auch erzählen, dass die Kutschwetter fertig sind. Sag ich ihn, wenn ich sie sehe. Ja, Kiaras hat wohl darum gebeten, dass ich ihm seine Waffe nach Maraskan zusende. Hast da wohl schwer beschäftigt. Aber auch das soll gelingen. Reitet wollen wir es hoffen. Kleiner Bodenreiter, den man bezahlt hat. Die erreichen Maraskan auch. Bin immer wieder verwundert, wie schnell das geht. Ah, die ja. Balamka Reiter, ja, die sind wirklich schnell unterwegs. Ah, selbst dann drei Pfeile, die im Rücken stecken, halten die Jungs nicht auf. Gut. Die anderen Waffen sind noch für ein paar andere Helden. Also, wie gesagt, wenn ihr Jarlan seht und Abel mir, dann und nickt euch zu. Dankeschön. Danke. Die 12 mit euch. Ingrim und Fex mit euch. Ingrim über eure Werke rechten, über eure Werke wachen. Tut er. Und dann schaue ich mir mal dieses Schwert an und schätze das. Du möchtest das schätzen? Ja. Würfel. Du versuchst jetzt auch einzuschätzen. Ganz 2 Punkte über. Ich hab Grobschmied. Krieg ich das irgendwie auf Leitung? Ich könnte auch nur auf Grobschmied würfeln. Ich habe keinen großen, um das zu erleichtern. Ah. Ja, gut. Ungefähr 300 Dukaten. Das ist ja gar nicht so viel. Ömer packt das Schwert in seinen Rucksack. Das Kurzschwert. Ja, Ragnar packt das auch in seinen Rucksack und denkt sich, vielleicht veräußert er es demnächst irgendwo. Wow. Wenn Eisinger das rauskriegt, der schlägt dich zum Brei. Soll er versuchen. Ja, während ihr dann über verborgene Pfade wieder zurück in Richtung des Pentagon-Tempels geht, könnt ihr so wohl sehen, wie Jarlan gerade mit seinem Pferd, auf dem Pferd sitzend, am Arena-Viertel vorbeireitet und gerade ziemlich planlos nach oben guckt, wieder wohl ein paar Wimpel von immeren Spielern im Wind flattern, untersucht da wohl gerade, schaut nach irgendwelchen Zeichen, ist ziemlich verwirrt. Ich glaube, der sieht aus, wenn er beschäftigt wäre. Geh mir wieder aus dem Weg. Ja. Was bist du denn für ein Sack? So biegt man lieber ab, um Jarlan zu vermeiden. Der weiß schon, was er tut. Ja, dann könnt ihr, wenn ihr den Pentagon-Tempel erreicht, sehen, wie da wohl Iolaos steht und sich mit Abelmir unterhält. Oh, guck mal, da sind die beiden Magierfatzkes. Gelehrte Herren, sagt Ömer und winkt den beiden schon mal zu, freudig. Oh, der Herren. Ömer, sagt man. Adeptus Major Abelmir, gelehrter Herr, der großartige Schmiedhorn Eisinger will euch noch ganz gerne ein Geschenk überbringen. Also, in seiner Schmiede. Ja, und Ragnar nickt auch und meint, gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns nochmal ein wenig in der Hesinde im Pentagon-Tempel um, würde ich sagen, oder Ömer? Ja klar, wir suchen jetzt nach Spuren. Ja. Magister, gelatter her, liegt Iolaos zu. Habt ihr die Kugel noch, Iolaos? Ja, die hat er gerade in seiner Hand und schaut ein bisschen in Richtung Himmel, da wo wohl die magischen Fäden verschwunden sind. Zumindest kannst du das nicht genau abschätzen. Irgendwo in Richtung Westen sind sie hingelaufen und das müsste man sich jetzt eben nochmal ansehen. Aber von draußen wird das wohl mehr werden als von drin, wenn da nicht die Sichtwinde blockieren. Wenn Iolaos nach oben guckt, schaut Ragnar auch mal nach oben. Immer schaut auch mal nach oben, schaut dann aber schnell wieder runter. Ja, der Initiierungsvektor hat definitiv in diese Richtung gezeigt. Das Wetter ist wirklich unproblematisch, ja. Es wäre praktisch weiter nach Westen zu gehen, dort nochmal an den Zauberbrot zu probieren. Okay. Ihr werdet schon wissen, was ihr tut, würde ich sagen. Oh, das ist kein Problem. Ja, ich habe feststellen können, dass diese Perle definitiv noch eine leichte Verbindung zu ihrer Quelle hat. Ja. Ja, wird das ganz schön kalt, Magi, gelehrter Herr. Wir müssen weiter an die Arbeit. Ja, genau. Wie ihr meint. Ab in den Pentagon-Tempel. Was wollt ihr da machen? Arbeiten. Aber eher fexgefällige Arbeit als Heldenarbeit.
Wir werden uns also ein bisschen rumtreiben und gucken, wo denn wohl vielleicht hier wertvolle Dinge aufbewahrt werden. Immer mit dem Vorwand, dass wir alles Mögliche über die Kugel versuchen herauszufinden oder uns schnell ein Buch schnappen und dann mit dem Buch ein wenig durch die Hand, in der Hand durch die Bibliotheken schleichen. Überall mal durchschleichen, mal die Laboratorien versuchen anzuschauen, weil unser Magister Abelmir ja sozusagen auch so ein Laboratorium vielleicht mal irgendwann bräuchte und wir wollten das mal für ihn anschauen. Ja. Wir sind ja schließlich seine Helfer. Genau. Ja, möchtet ihr dann in diesem Stockwerk bleiben oder wollt ihr in die Katakomben vordringen, wo die wichtigen Artefakte liegen? Ja, Katakomben natürlich. Ja, Katakomben auch klingt auch schon. Wir haben ja sowieso die Vermutung, dass irgendwo im Untergrund diese böse Magie herkommt. Und natürlich wollen wir dann so gut wie möglich da der Quelle auf den Grund gehen. Das sagt man ja nicht umsonst. Die also rein in die Katakomben. Die verzweigten Katakomben sind das eigentliche Wunder des Pentagon-Tempels. Nur die obersten Ebenen sind von der Kirche erbaut. Darunter stößt ihr dann auf Höhlen, Gewölbe, Stollen alter Kulturen. Fast jeder Gang ist gefüllt mit Regalen und Kisten, an denen man sich teilweise vorbeizwängen muss. Überall hängen Zettel mit Nummern, die die Geweihten wohl ja irgendwelche Artefakte befestigt haben. Ja, meist räumt man dann die Funde dahin, wo Platz ist und etikettiert sie. Man kann das Ganze dann in irgendwelchen Inventarlisten wieder suchen, aber die einzelnen Nummern helfen dann nicht wirklich weiter. Ihr könnt dann irgendwelche Dinge mitnehmen, einstecken, wenn ihr möchtet. Aber ich brauche auf alle Fälle mal eine Sich-Verstecken- und Schleichenprobe von euch, um den Geweihten zu entgehen. Das sieht doch schon mal gut aus. Okay. Und Schleichen... Das sieht auch gut aus. Ja, Ragnar, du merkst, dass immer ein bisschen laut ist. Oh, sehr laut. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Ja, du siehst doch, dass Ragnar immer wieder mit den Zähnen knirscht und sich denkt, nein. Mach dich auf den Kieselstein da. Psch, nicht so laut. Ja, Ragnar würde natürlich ihm nur zunicken und dann über Attack vermitteln. Wir stecken uns jetzt hier so viel wie möglich ein und dann hauen wir wieder ab. Lieber irgendwelche seltsam aussehenden Kugeln oder irgendwelche Bücher? Kugeln, von allem etwas bestimmt leichter. Von allem etwas. Von allem ich will vor allem leichtere Sachen eher nehmen. Einfach, was da liegt, mitnehmen? Es gibt hier auch ja, also ich will das nicht direkt selber anfassen, das hat man ja mittlerweile schon gelernt an den Kugeln, die uns immer umhauen. Sozusagen jetzt mal so, ich nehme 3 Kugeln und die packe ich dann sozusagen jetzt hier mit irgendwelchen anderen Gegenständen, die ich wieder wo finde, sozusagen vorsichtig in meinen Rucksack schiebe ich die rein. 3 Stück. Ja, so ähnlich würde das Ragnar wahrscheinlich machen. Also bei diesen Nummern steht aber auch nicht drauf, so zum Beispiel hier gefährliches Artefakt, bliblablub oder... Nee, genau, das steht ja eben nicht da drauf. Oh, 18.122, 18.744, 11.725, 735. Ich nehme die 3, wo die größte Zahlen draufsteht. Ja, ich habe ja so ein bisschen was von Zahlenmystik gelernt, sozusagen, und ich suche mir dann sozusagen die guten Zahlen aus, wie man die in Kuntium eben die guten Zahlen hat. Das zählt hier bestimmt genauso. Die haben das bestimmt nach dem Kuntium aber mystischen Zahlenprinzip hier sortiert. Bestimmt. Die guten Artefakte haben die guten Zahlen. Gib mir einfach mal bitte jeweils 3 W20. Eins, 19, 3, 3, 10, 18. Alles klar, da decke ich mir ein bisschen was zu aus. Ragnar hat keinen Schicksalspunkt, ne? Nee. Möchte immer die 19? Ich hab ein Glück. Möchte immer die 19, Chippy? Glücken! Glücken geht nicht, dann wird die geschickt. Ich kann glücken. Ja. Ich möchte meine 18 glücken. Komm, dann die 19 wird jetzt geschickt. Hier ist nochmal eine 6. Ja, 14. Ich denke, du hast deswegen gefragt, weil anscheinend hoch nicht ganz so gut ist. Ja, kann ja alles Mögliche dran sein. Ja, gut, kann alles Mögliche drin sein, dann gebe ich auch kein Schicksal aus, weil Kanya ist ja die Bruder der Schwester von Scheiße. Ja, dann gib mir mal eine Zechenprobe. Wer jetzt? Ah, immer. 17 Erschwernis gepackt. Ja, du siehst da wohl ein paar oronische Traumsteine. Unglaublich wertvoll. Könnte man aber auch in der nächsten... Ja, wenn das mit den Glückszahlen übereinstimmt, dann wird davon eine eingesteckt. Ja, gut. Also, wie gesagt, du könntest damit oronische Traumsteine finden, wenn du möchtest, und kannst sie eben auch als solche identifizieren. Ist natürlich illegal, die zu benutzen oder zu besitzen. Was ist denn das überhaupt?
Ich weiß ja, was das ist. Keine Ahnung. Du hast recht, wir sollten das an Jalans Pferd austesten. Ich dem die Steine in den Hintern schiebe, ob die dann aktiviert sind dadurch? Ah, nein, der Gaul tritt mich wieder. Ah.